Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Zelda The Wind Waker. Diesmal wollen wir uns die Triforce-Splitter holen. In der letzten Folge haben wir ja bereits die Karten entschlüsseln lassen. Und wir fangen natürlich ganz systematisch an. Aber erstmal will ich meinen Timer hier noch stellen. So. Und zwar fangen wir hier an auf Präludien, da finden wir das erste Stückchen. Dann gehen wir rüber zum Zwei-Augen-Riff ist das, glaube ich. Dann geht es nach hier oben hin. Dann geht es hier hin. Gleich daneben finden wir den nächsten. Dann fahren wir hier hin mit dem Schiff. Dort finden wir den nächsten. Dann geht es nach hier oben. Und zuletzt hier hin. Damit haben wir alle Splitter beisammen. Wie gesagt, erst geht's nach Präludien. Ja, so können wir es alles systematisch abgraben. Sag ich mal. So, dann muss ich jetzt mal gucken, welche Karte das überhaupt ist. Nein, dieses nicht. Dieses auch nicht. Das ist die? Nö, glaube ich nicht. Die ist es. Karte 4. Haben wir Karte 4 nicht auch nie gefunden? Ach, falsch. Das ist auf der anderen Seite. Und eigentlich müsste das jetzt hier sein. Irgendwas wollte ich eben noch sagen. Ach ja. Falls ihr es versuchen wollt, ohne die Triforce Card die Splitter nachher zu suchen, dann viel Glück. Denn die variieren, also die werden jedes Mal nach jedem Start wie soll ich sagen, also die bleiben nicht an diesem Ort, die wechseln ständig nach jedem Neustart. Also bei jedem Spielanfang werden die dann sozusagen da generiert. Alle zufällig. Splitter Nummer 1. So, wie mache ich das? Am besten nordöstlich. So. Jetzt müssen wir zwei Regionen nach Osten. Doch welche Karte ist es? Die ist es. Karte 8. Noch 110 Rubine. Warte mal. Ich habe ja noch Omas Süppchen, ne? Obwohl, noch eine Flasche wäre nicht schlecht. Na gut, während er hier segelt, gucke ich mal kurz, wo ich noch Flaschen finde. Weil ich... Damals hatte ich eigentlich nur zwei Flaschen, glaube ich. Die einen, die ich auf der Drakonia gefunden habe.
Auf der Isla Bomba kriege ich noch was. Da kann ich eigentlich nachher auch mal kurz lernen. Mal schauen, die Isla Bomba. Das ist die hier. Ah, mal sehen, ob ich den fahre. Gut, hier haben wir die Saphirinsel. Und einen muss ich noch. Na, hoffentlich packe ich das alles in einen Part. Weil da habe ich mir so einiges vorgenommen. Rubine. Mal sehen, zur Not schummeln wir ein bisschen. Dann singen wir nicht, dann lassen wir uns treiben. Dann benutzen wir einfach den Wirbelsturm, um wirklich schnell an alles zu kommen. Aber jetzt ist erstmal das hier wichtig. Mal sehen, eventuell brauche ich auch noch ein paar Bomben nachher. Aber mal sehen. Da leuchtet er schon. Erst heißt es bloß. Wo ist der Eingang? Hier ist er nicht. Gemein. Oh, hier warten so einige Schätze auf uns, ne? Ich muss jetzt wirklich einmal rum. Na gut, dann geht's halt so weiter. Oh, perfekt. Somit hätten wir später nochmal zwei. Das müsste die obere Kante sein. Wartet mal, das sehen wir ja hier. Ah, die beiden haben wir. So, dann geht es richtig gegen Nordosten. Zu dieser Insel. Nabelfels heißt die, glaube ich. Das ist genau neben Tantopia, glaube ich, ist das. Weil hier ist Tantopia, hier, ja. Also wenn wir Tantopia sind, sind wir schon ziemlich nah. Schon 9 Minuten. Ach komm, wir schummeln ein bisschen. Nee, den Gedanken lasse ich mal lieber ganz fix. Hab's ja schnell genug, ne?
So, in welche Richtung muss man? Da. Ist eine gute Frage. Nee, die kannst du, dieses doch nicht. Die muss es sein. Oh, müsste es glaube ich sein. Müsste noch richtig sein. Zwei Splitter haben wir. Fehlen noch sechs. So. Na, kann man nur schon auf irgendeine Insel sehen? Nö. Sieben, sechs, da. Den Hai lassen wir mal Hai sein. Gut, nächsten Splitter. Jetzt finden wir nur noch 5 Spalte. Oh ja. So. So, von hier aus brauche ich bloß nach oben. Sorry, Hai. Aber wir müssen weg. So. Danach brauchen wir erstmal wirklich bloß mit dem Schiff fahren. Nordwestlich. Und düsen wir los. Ich will ja direkt nach oben. Zwar nach dorthin. Obwohl es eigentlich nicht schwer ist, diese Karten zu finden, ist es doch ganz schön anstrengend, den ganzen Weg immer zu fahren. Mit dem Schiff immer die ganze weite Reise. Auch nicht. Die ist es. Oh nee. Oh nee, Mann. Warum auch einfach, wenn es kompliziert geht? Lang, dann müssen wir nachher wieder ein Diagonal. Und dann geht's über Portemonnaie weiter.
Obwohl, ich hätte durchschauen können, dann hätten wir unsere Linie etwas aufgeschnitten. Das finde ich interessant. Lassen wir uns mal überraschen. Dass da die Dings sind. Mal schauen, welche Karte das sein könnte. Nee, nee. Oh, wir sind schon zu weit. 7 kann es nicht sein. Karte 3? Karte 3. Ja. Oh ja. So. Damit hätten wir unseren 6. Jetzt fehlen die Bosse 3. Jo. Dann geht mal weg hier. Und zwar... Ja, genau die Insel dahin. Das brauchen wir mal wieder. Dann werde ich hier fahren, gucke ich nochmal kurz auf meine All-in-One-Karte. Ja, genau. Also so wie es auf jeden Fall aussieht, schaffen wir alles später in ein Part. Was mich natürlich sehr erfreut. So. Da. Oh, schau, muss die richtige Karte aussuchen jetzt. Die hier. Oh, ein Terrier. Richtig? Nein, ein bisschen kann ich noch. Hier. So. Gut, da fehlen uns jetzt bloß noch 2. Und die hole ich auch noch, die packe ich auch schnell. Schnell nach Pomone hin. Und nach Dragonia hin, dass ich eigentlich aufkomme. So, dann noch mal kurz den Wind drehen. Am besten so eine Art östliche. Oder machen wir gleich westlich. Ach nee, ich würde sagen gleich westlich. Da wir sowieso nach Westen müssen. Nee, Quatsch, nach Osten. Östlich müssen wir machen. So, einmal kurz und Portemonnaie hier rumschippern. Und dann geht's schnurstracks geradeaus. Einmal hier hin und dann einmal hier hin. Ja, aber
schon mal die Karten. Das könnte ein BFD sein oder die hier. Ne, die würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, das ist Karte 2. Ja, dann bin ich eigentlich gut. 20 Minuten haben wir jetzt wohl. Und mehr als 5 Minuten brauche ich nicht mehr. Denke ich mal, eigentlich müssten wir jetzt bald diesen Lichtstrahl sehen. Ebenfalls an welchen Inseln ihr die später findet, seht ihr ja. Aber wo sie dort sind, das wird halt jedes Mal neu generiert. Aber sie befinden sich auf jeden Fall in der Nähe der Insel, so wie ich das bisher immer mitgekriegt habe. Da haben wir es auch schon. Noch ein bisschen. So. So. Splitter Nummer 7. Jetzt fehlt hier bloß noch eine. Und den schnappen wir uns jetzt auch. Es wird nur zwei Regionen weiter nach Osten. Und wenn alles gut geht, dann können wir genau bei 25 Minuten auch wieder den Kampf machen. Aber auch nur wenn alles gut geht. Dahin ist ja auch schon die Insel, wo wir hin müssen. Isla irgendwas. Isla Osa Mayor. Ja, wir machen ein Tempo. Oh, wie ich Haie hasse. Ich hasse sie. Ich kann sie nicht leiden. Genau, auch noch zwei Formen. Ein Seil und... Dann sollen sie uns ziehen. Wenn sie uns unbedingt verfolgen wollen. Am schlimmsten wäre es natürlich, wenn die Splitter überall generiert werden könnten. An 8 unterschiedlichen Orten. Das wäre richtig schlimm. Müssen wir den Lichtstrahl bald sehen. Weil in der Region sind wir auf jeden Fall schon mal. Mal die Karte. Oh. Karte schon mal raussuchen hier. Da. Die ist auf jeden Fall ziemlich weit oben. Da. Oh, nicht schon wieder so eine. Du kannst mich ruhig verfehlen, habe ich kein Problem. Und Lack, verdammte Lack. So, somit hätten wir alle Splitter. Und das Triforce ist komplett.
Sehr gut, Tobias. Damit hast du alle Splitter gefunden und das Triforce kann wieder vollständig zusammengesetzt werden. Ja. Und deswegen weiß ich auch, wo wir jetzt hin müssen. Allerdings werdet ihr das erst in der nächsten Folge sehen. Ich drehe schon mal den Wind. Und ich mache hier schon mal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns an den ganz, ganz großen Turm da ganz hinten. Alles klar? Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.